500 Millionen Pfund wurden für die Vorarbeiten aufgewandt, bis dieser erste Versuch mit den entfesselten Naturgewalten ausgeführt werden konnte. Die Wirkung war ungeheuer, nur vergleichbar mit einem Erdbeben oder einem vulkanischen Ausbruch. Die Beobachter befanden sich, durch Bunker geschützt, in einer Entfernung von 10 Kilometern. Trotzdem wurden eine Anzahl von ihnen durch den Luftdruck zu Boden geschleudert und betäubt. Glühende Hitze breitete sich aus. Schwarze Rauchschwaden stiegen 10 Kilometer hoch. Ein 11 Meter hoher Eisenturm, auf der rechten Seite der Leinwand zu sehen, zerfiel in Staub. Das ist das neue Zerstörungsmittel, das kurz vor Kriegsschluss die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki vom Erdboden vertilgt hat. Die furchtbarste Waffe in der Geschichte der Menschheit. Die Alliierten, die das Geheimnis der Atombombe hüten, sind entschlossen, dass diese ungeheure Erfindung in Zukunft nur als Abschreckungsmittel gegen Krieg und Kriegsmacher dienen soll. Die geglückte Atomzersplitterung mit ihrer unübersehbaren Fülle von Anwendungsmöglichkeiten leitet eine neue Epoche der Welt ein. Es soll eine Epoche der Verbesserung und Bereicherung des menschlichen Lebens werden.